So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Bioshock in der Remastered Edition. Wir sind hier in Fort Frolic, wo ein guter Herr einlassen wollte, weil, wie man sieht, hier, da, durch die Tür kommen wir nicht rein. Und ich habe bei Offscreen, habe ich mal die ganze Zeit versucht, wie man da reinkommt, und die Lösung war extrem simpel. So, nämlich hier. Obwohl der Pfeil hier in diese Richtung zeigt, total verwirrt. Wissen wir, Richtung gegriffen? Eigentlich hier lang. Genau, nämlich da. Einmal rufen. Ups. Hey. Boah, warte mal. Meine Güte, Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich komme schon gleich, haben wir Schwierigkeiten. Da haben wir noch. Das. Die Munition haben wir jetzt auch nicht mehr. Das ist nicht so schön. Aber guck mal, vielleicht hat er ein bisschen Munition hier. Müsste irgendwo auch was sein. Nein, das ist nicht. Also, naja. So. Dann einmal Aufzug bitte. Doch, doch, doch. Warte mal, muss ich wieder reinkommen. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gespielt, wieder gespielt habe. Aber wieder reinkommen. So, wir waren auf jeden Fall in Fort Frolic. Allegro. Sender Cones, Bedtime Surprise. So. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass da gleich was passiert. Presto! Presto! Nein, nein! Ich versuch's ja! Bitte! Noch einmal, junger Fitzpatrick! Kommt die Stimme her. Das Arschloch, lass mich hier raus! Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben, Tod. Teil fürs Kapitel. Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. Was? So will ich ihn in Erinnerung behalten. Wie bitte? Was willst du von uns? Alter, du bist doch echt nicht mehr ganz frisch. Aber gut, komm her. Einmal bitte lächeln. Oh Gott. Meine Güte. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Okay. Was soll man noch dazu sagen? Einfach mal so mit von Toten knipsen. Nein, das geht nicht. Finde ich gar nicht gut. Ich weiß, warum du gekommen bist. Gott, oh Gott. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Okay. Okay, das sollte man vielleicht mal so stehen lassen. Muss man eigentlich nur so sagen. Passt irgendwie zu den ganzen Leuten, die hier sind. Siehst du's? Wenn ich zu
Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst. Möchte ich das berühren? Aber warte mal, muss ich so. Ja, das ist Fitzpatrick. Von all seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich sehen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, kleine Motte. Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon sterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Alles klar. Geil! Eine Armbrust! Oh mein Gott! Cool! So, warte mal. Guck mal auf die Karte. Genau, was müssen wir machen? Ach du grüne Neune. Na super. In den meisten Abschnitt der Poseidon Plaza eingesperrt. Scheiße, ich hab das Eis wirklich nicht dabei. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Ich bin eine Motte. Super. In der Poseidon Plaza. Oh. Willkommen im Zirkus der Werte. Ich habe natürlich auch nicht mit Offscreen ein bisschen Geld hier zu besorgen. Naja. Ach, Feinkörner. Alter, habe ich gerade einen Schreck gekriegt, ey. Aber trotzdem mal. So. Weiter. Ruhestation. Warte kurz. Zales Kopf. Auch ein Poseidon Plaza. Also wo ist der Poseidon Plaza? Okay. Hi, Daddy. Schlauer als Einstein, stärker als Herkules. Und er entfacht ein Feuer mit einem Fingerschnipp. Sind sie genauso gut wie mein Daddy. Nein. Nicht, wenn sie nicht in den Garten am Garten kommen. Ach, da ist der Poseidon Plaza. Super. Kalt. Ich kann deinen Atem sehen. Irgendwie ist mir gerade unheimlich. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Lecker, ein Splicer-Cocktail. Ach, boah, fuck. Muss ich jetzt nicht haben. Boah, Alter. Hallo, ich wollte nicht stören. Ich lasse euch mal alle...
lass euch hier mal bitte in Ruhe, okay? What the fuck? Was zur Hölle? Was zur... Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Was zur Hölle? Was zur Hölle war das? Alter, wie? Wie? Das will mir gefallen. Passt wie zur Hölle? Er klopft einen ja mit ihm. Tanzpause weg, ey. Und kaufen kann ich mir nichts. Was soll ich denn jetzt machen, ey? Ah, super, ey. Ah, super, ey. Solche Leute hasse, ey. What the fuck? Alter. Wo bist du? Ich hasse solche sprengenden Gegner, ey. Passt gut. Mann, ey. Ja, super! Och, ey. Mann, ey. Ja, geh du mal irgendwo anders hin, ey. Ich hab keine Lust, um irgendwas zu machen, ey. Und ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Das geht schon wieder so los, ey. What the fuck? Alter. Mann, ey. Scheiße, das ist mir jetzt egal. Ach du liebe Güte. Ne. Autsch. Super. Ja, große Klasse. Mach das mal. Ja, das war auch klar. Ach, Mann, ey. Aber das Spiel lässt einen auch nicht echt keine Ruhe.
Mann, 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 ey. So, ey. Müssen wir aber irgendwie mal Fortschritt machen. Bones Collection, Fine Art. Super, Verbandskasten. Meine Güte, ey, Verbandskasten jetzt auch nicht, gibt es auch ganz selten. Zirkus der Wärter kommen. Hacken geht auch nicht, meine Güte. Willkommen im Zirkus der Wärter. So, so. Ja, wir schon dazu. Das kommt weg. Und dafür will ich rennen. So. Vielleicht kann ich ja ein bisschen mehr reißen. Warte, warte, warte. Elektro-Bull. Deckenscharm. Nee, das brauche ich gar nicht. What the fuck? War leckers? Komm. Ich hab einen. Geht doch, meine Güte. Da ist der erste. Klick. So voll wie ein schwangeres Weib. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Alles klar. Schön. Neues Tonikum, Frozen Field. Lasse deinen Gegner mit dem Frozen Field in der Kälte stehen. Was muss? Loki. Machen wir das so. So, den einen hätten. Warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renn nicht so! Nein, 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 nein!
Alter, ich hasse diese Stimme. Uah. Mann, ey. Warum müssen die immer so aus dem Hinterhalt kommen? Oh, Mann. Das mag ich überhaupt nicht. Oh Gott, was war das? Ja, ich brauch Film, alles. Schuhe? Das war doch mal schön. Naja. Sorry, wenn ich da manchmal nicht so viel rede, aber ich muss mich manchmal echt konzentrieren, dass ich auch, dass ich mich nicht, irgendwie was Falsches mache. Und manchmal macht man sich Tagebücher. Sind sie anderen kann. Wild Bunny von Sander Cove. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch. Meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch. Mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Ohren abnehmen. Angenehm. Warum braucht man das nicht mehr hören? Atlas ist ein Freund des Pazifik. Seien Sie... Der Kreis? Ja. Aber es wird immer Zweifler geben. Du zweifelst doch nicht an mir, oder? Nein. Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Ich doch nicht. Wie soll ich denn zweifeln? Ich doch nicht. Also, was denkt er von mir? Aber warte mal, ich genau. Poseidons Tower. Ich bin ein Star! Du nicht! Mann, geh weg! Nein, mit dem Backlady werde ich mich nicht anlegen, weil wenn man eine Folge vorher gesehen hat, oder ein paar Folgen vorher, dann weiß man, wie es geendet hat. Ihn getötet? Gucken wir mal. Weil das sieht, der Raum sieht hier etwas leer aus. Kann man nehmen, genau, Poseidon. Da war. Oder ist er natürlich nur versucht. Diese Stimmen. Komm zurück! Ich brauche nur jemanden zu reden! Nein! Geh weg! Mann! So. Wow, wo kommt der denn her? Meine Güte, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Lass dich doch einfach mal in Ruhe. Nein, da werde ich jetzt nicht dran. Ich habe irgendwie gewünscht, dass ich da wieder auf die Füße fallen, oder? Moment. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten.
Das war knapp. Ich hab gehört, er sperrt die Leute in Kirchen. Der Sicherheitsdienst von Rapture hält nur die schlimmsten Schwerverbrecher fest. Als Berater zum Haus. Ach komm, schon. Sich den Prozess zu machen. Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Genau, Cop müssen wir noch, oder? Warte mal, Map. Genau, Silas Cop. Da sind wir jetzt gerade. Den hört man auch schon. Denk daran, Mary, Rapture Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Oh, was ist denn leer? Mülleimer? Jawohl. Oh, auch mit dem Scheinwerfer. Warte mal. Gucken wir uns erstmal noch ein bisschen an. Gucken uns noch ein bisschen um, dann gehen wir gleich mal zu dem Herrn. Boah. Er schießt auf mich. Ach, dämliches Geschütz. Mann. Und immer wieder, immer diese Ärger hat. So. Aber ja, gucken wir dann mal, was der Kopf und so was der Kopf von uns will. Der COBB, also nicht der Kopf, sondern der Kopf.